Da ist eine Truhe. Plattenpanzer. Okay, das klingt nützlich. Ist für Markus. Ja, und dürfte unseren anderen Partymitgliedern bestimmt nochmal nützlich sein. So, aber erstmal schauen wir uns das hier an. Ne, da ist noch eine Truhe. Phönixfeder, oh yeah. Das sieht doch aus wie ein Schalter. Den legen wir doch mal um. Und werden direkt in einen Kampf befördert. Wahrscheinlich, weil dieses Monster, was hier gewartet hat, nicht mochte, oder diese Monster, dass wir den Schalter einfach mal umlegen. Das gleicht hier unten wahrscheinlich sowas wie einem Kapitalverbrechen und 117 Schaden. Heilige Scheiße. Okay, die stecken gut was weg. Und die teilen gut was aus. Und geben sehr komische Geräusche von sich. Die ich jetzt mal nicht versuche zu imitieren. Oh, ey, 320 Erfahrungspunkte, das kann sich sehen lassen. Da sage ich definitiv nicht nein. So, dann gehen wir mal den anderen Weg jetzt lang. Was ist das? Muss gleich mal, ich gucke mir hier einmal kurz vorher nochmal hier oben um. Ja, genau, damit können wir die Gargantula in das Innere passieren lassen, wo sie sich dann im Kreis bewegt. Ah ja, okay. Im Kreis bewegt? Ganz recht, die Gargantula-Bahn stellt man sich am besten als eine Art großen Kreisverkehr vor. Wenn wir nun mit diesem Schalter die Weiche umlegen, so wird die Gargantula auf diesem Kreisverkehr geführt und auf ihm gefangen. Kreisverkehr, Gargantula, ich befürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ich würde euch lebend gern alles über diesen faszinierenden Mechanismus erzählen, aber ich befürchte, die Zeit haben wir nicht. Jetzt hat der Schalter Vorrang. Okay, dann war das vorher noch gar nicht der Weichenschalter, sondern... Huch. Da kommt... Ach du heilige Scheiße. Was ist das? Pünktlich auf die Minute. Das ist die Gargantula, die sich entlang der Wurzeln bewegt und an ihrem Rücken ist eine Passagiergondel angebracht. Oh je, das wird ja ganz einfach werden. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Anhalten bewegen. Hast du eine Idee? Wo war das noch nur? Ist das hier? Feed? Ja, genau. Genau das ist es. Leg den Hebel um und wenn die Gargantula dann anhält, dann... Futter. Und jetzt können wir also aufsteigen. Bitte beeilt euch, wenn sie das Futter gefressen hat, dann rennt sie sogleich wieder los. Sollen wir da wirklich einsteigen? Wenn sie wieder losläuft, dann sind wir dann nicht in diesem Kreisverkehr gefangen? Keine Angst, Prinzessin. Ich werde den Schalter bedienen, um die Weiche wieder umzustellen. Mann Steiner, kümmert euch bitte um die Prinzessin. Ich verlasse mich auf euch. Seid unbesorgt, Professor. Das könnt ihr auch. Die Prinzessin ist zwar gewiss nicht mehr das kleine Kind von damals, aber trotzdem ist sie noch so jung. Ich bin etwas beunruhigt. Hauptmann Steiner, seid bitte wachsam und trefft die richtigen Entscheidungen.
Ja, das weiß. Er weiß ja, was richtig und falsch ist. Aber ich bin nur ein einfacher Ritter. Es steht mir nicht frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, no shit. Wollt ihr damit sagen, ihr könnt keine eigenen Entscheidungen treffen? Der wird echt auf die Probe gestellt. Hauptmann, versteht ihr denn nicht? Wer keine eigenen Entscheidungen trifft, der verharrt sein Leben in der Passivität. Ich schreibe es mir hinter die Ohren. Na dann. Nun heißt es also für eine Weile, leb wohl, Prinzessin. Professor Toto, bleibt wohl auf. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bleibt nur noch die Weiche umzustellen. Okay, was war denn dann dieser andere Schalter eigentlich? Ich weiß es nicht, aber wir haben offensichtlich nichts falsch gemacht, indem wir ihn bewegt haben. Prinzessin, passt bitte auf euch auf. Und so geht unsere Reise also wieder weiter und so. Mit dieser Bahn kommen wir bis nach Alexandria, nicht wahr? Man sieht gar nicht mehr, wo wir eingestiegen sind und so. Wie lange werden wir wohl noch unterwegs sein? Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen mit so einem ungewöhnlichen Transportmittel, meine ich. Tja, Sachen gibt es. Ja, Professor Toto war schon immer etwas exzentrisch. Ups. Was geht hier vor? Sieht aus, als würde die Gargantula bocken. Prinzessin! Oh Gott, was ist das denn? Aus, als ob das Ding eine Gasmaske auf hat. Naja, ist das etwa der Grund dafür? Jo, denn hier wartet ein Bosskampf auf uns. Und oh, das wird, glaube ich, nicht ganz easy. Aber gut, wir werden mal sehen, was wir tun können. Auf jeden Fall erstmal angreifen. Erstmal auf Standby und klauen. Teufelskuss. Okay, 54. Ja, das ist in Ordnung. Diebstahl fehlgeschlagen. Was hat er jetzt für eine Statusveränderung? Ich glaube, das ist Gift, oder? Ja. Mithrilgabel geklaut. Okay, die. Ne, wir haben die Mistgabel, die haben wir. Mithrilgabel haben wir, glaube ich, noch nicht. Also, sobald wir wieder zu den anderen wechseln, dürfte das eine ganz gute Sache sein. Spinnennetz. Wird uns bestimmt verlangsamen. Und ausgerechnet Markus. Oh, und auch noch fast töten nach, du heilige Scheiße. Hossal-Armreif geklaut. Sauber. Greifen wir mal jetzt weiter an. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wie viel Trefferpunkte das Ding hat. Und das nächste Spinnennetz, und das ist jetzt viel Steiner. Oh, scheiße. Stimmt, gibt's. Nee, ja, haben wir nichts, was das jetzt direkt heilen würde, oder? Nee, nicht wirklich.
Ja gut, müssen wir wohl mit leben. Fliehen? Und da schlängelt sich das Ding davon, okay. Na dann. Haben wir es wohl, oder? Endlich angekommen und so. Das arme Tierchen sieht auch ziemlich erschöpft aus. Aber ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort wie diesen in Alexandria gibt. Ja, ist die Frage, wo wir da rauskommen. Ja, genau, wo sind wir überhaupt und so? Das wollen wir doch gleich rausfinden. Herausfinden. Ist das hier wirklich Alexandria und so? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint mir so. Also wenn er nicht mal diesen Ort kennt. Gut, wie geht's hier raus und so? Nun ja, also... Hier! Beeilen wir uns, Prinzessin! Wartet, Steiner! Ich kenne diesen Ort hier. Oh ja? Professor Toto erzählte mir von hier. Diesen Ort hier hat der frühere König Alexandrias zum Schutz vor einer Invasion durch ein feindliches Reich erbaut. Das ist ja interessant. Außerdem erzählte Professor Toto noch, dass... Prinzessin, wir können dies nachher in aller Ruhe besprechen. Jede weitere Minute, die wir an einem modrigen Ort wie diesem hier verbringen, ist unserer Gesundheit abträglich. Genau, wir müssen uns beeilen und so. Ja, wir müssen uns wirklich beeilen, damit wir so schnell wie möglich Blank zurückverwandeln können. Steiner, lasst uns gehen. Oh, fuck. Kerl, was hast du getan? Ich hab rein gar nichts getan. Spar dir deine grundlosen Anschuldigungen und so. Das ist wohl eine Falle, ne? Soll ich dir das glauben, Kerl? Nennst du mich einen Lügner oder was? Na toll. Mist, weil du so viel rumlaberst, haben wir verpennt abzuhauen und so. Kann man noch drüber klettern, oder? Oh nein. Haben wir euch, sag ich. Welch prachtvoller Anblick, sag ich. Zon, Son. Ich bin es, Hauptmann Steiner von der Pluto-Truppe. Wir sind nach Alexandria zurückgekehrt. Lasst sofort das Gitter wieder runter. Das ist leider ganz unmöglich, sag ich. Ganz, ganz unmöglich, sag ich. Son? Son? Ich bin nach Alexandria zurückgekehrt, weil ich mit Mutter etwas bereden will. Hört auf mit dem dummen Streichen und bringt mich sofort zu Mutter. Wir bringen dich sowieso zu Königin Brain, ob du nun was zu bereden hast oder nicht, sag ich. Egal wie, schafft mir sofort Garnett her, so lautete Königin Brains Befehl, sag ich. Ah, großartig. Wie bitte? Ja, was bitte? Was soll das heißen? Das sieht nicht gut aus. Oh, und da sind wir bei den anderen. Kannst du aufstehen, Freya? Mir geht es bestens.
Übernimm dich nicht. Vivi, wie sieht's bei dir aus? Ich bin okay. Tja, was machen wir denn nun? Sie sagten, Sie wollen nach Clara. Verfolgen wir Sie? Was gibt es da noch zu überlegen? Ich breche unverzüglich nach Clara auf. Ja, wohl wahr. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Vivi, bist du auch dabei? Also, in Clara erfahren wir vielleicht das Geheimnis der Schwarzmagier, oder? Nun, wenn wir Brain und diesen Kuya auf der Spur bleiben, dann wissen wir bestimmt auch bald alles über die Schwarzmagier. Dann komme ich auch mit. Clara, schon alleine der Name klingt lecker. Das wird ein Festschmausch-Mampf. Übrigens, wie geht es wohl Lili? Lili? Keine Sorge, Lili habe ich nicht vergessen. In Bometia war sie allem Anschein nach nicht. Aber ganz sicher laufen wir ihr schon sehr bald über den Weg. Ja, wenn du wüsstest. Also, dann nichts wie los. Es soll sich in der Wüste westlich von Bometia befinden. Aber ob wir durch den Sandsturm gelangen, ist eine andere Frage. Ah, stimmt, da war ja was. Das hatten wir auch schon in der letzten Session mal gesehen, was da war. Bloß kein Pessimismus aufkommen lassen. Wenn wir erstmal dort sind, wird das schon irgendwie. Na gut, nutzt ja nichts weiter im Regen stehen zu bleiben, ne? Lili, wo bist du nur hingegangen? Ja, wenn du wüsstest, ne? Naja. Gut, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Wir hatten ja diesen... Obwohl, wir könnten einen kleinen Abstecher machen. Wir könnten da in die... Das machen wir auch mal. Wir gehen mal in diese Grotte und wir haben ja da eine weitere Kuponuss erhalten kürzlich und die können diese Nüsse, die können wir immer bei dem guten Kollegen da abliefern, dem wir die erste da auch gegeben haben und können dadurch Belohnung kassieren. Und erstmal sollten wir uns natürlich hier nochmal entsprechend ausrüsten. So. Ja, immer Refleck. Wir geben Feurer. Ah, okay. Das ist für ihn. Und da lernt er noch Holzauge. Hm. Kraftgürtel ist für ihn die bessere Wahl, damit er den Feuerspruch lernt. Dann geben wir ihr mal den Reflektring. Okay. Alles klar. Dann... Oh, wir können hier noch Exorzismus lernen. Okay, dann sind wir eigentlich erstmal ganz gut dabei, was unsere Fähigkeiten angeht. Ah ne, Moment, da noch einmal. Und ja, okay, der Rest kann erstmal so bleiben. Speer hatten wir auch erst gekriegt oder geklaut gegen Ende der letzten Session. Vollmond lernt er auch mit der Mithrilgabel, das heißt, da können wir natürlich die stärkere Waffe geben. Ist ja ganz klar. Und hau den Lukas kann er noch lernen. Ja, das ist doch auch cool. Können wir von ihm endlich noch ein paar mehr Punkte verballern, genauso wie bei Vivi. Sie hat schon zu viel gelernt. 15 Skillpunkte, ja okay, das wird uns jetzt noch nicht so viel bringen, aber irgendwann mal. Und es ist auf jeden Fall schön, diese Fähigkeit, dann, weil dass wir schon Skillpunkte kriegen, um diese Fähigkeit zu lernen. Das ist besser als jedes andere.
Aber gut, so. Liefern wir mal eben hier die Coconuts ab. Ich glaube, da es jetzt die zweite ist, kriegen wir noch nicht so was Tolles. Herzlichen Dank, Coco. Da schenke ich dir ein Zelt, ja. Ja gut, und das war's dann auch hier schon wieder. Und dann machen wir uns dann auf zur Wüste, zum Sandsturm, den wir ja sonst eigentlich eher gemieden haben, aber da wussten wir auch noch nicht, was